Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich den Parc Sanssouci. Friedrich der Große errichtete hier ab 1744 ein Sommerschloss und in diesem Zuge auch die neuen Kammern. Und diese möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Viel Spaß! Die Geschichte der Schlösser und Gärten von Sanssouci begann im Jahre 1744, als sich Friedrich II. Am Südhang des ehemaligen Wüstenberges außerhalb der Stadt Potsdam einen Weingarten anlegen ließ, auf dem 1745 bis 1747 sein Sommerschloss Sanssouci errichtet wurde. Später verfasste Friedrich der Große den Entschluss, das zuvor von Georg Wenceslaus von Knobelsdorf gelegene Orangeriegebäude in ein Gästeschloss umgestalten zu lassen. Es entstand ein beeindruckendes Spätwerk des friderizianischen Rokoko, die Neuen Kammern. Der Obstanbau war eine Leidenschaft Friedrichs, die er bereits als Kronprinz in Rheinsberg pflegte. Im Parc Sanssouci wurden neben Zierpflanzen und Hecken auch exotisches Obst wie Ananas, Melonen und Bananen angebaut und dafür errichtete man mehrere Treibhäuser. Zu Zeiten der Nutzung dieses Gebäudes als Orangerie wurden die schweren Kübelpflanzen über die Rampe zur Überwinterung in die beheizbaren Innenräume gebracht. Links und rechts der Rampe stellte man Skulpturen antiker Götter auf, die die Verbindung zwischen Garten und Gebäude herstellten. Dieser Saal, die Blaue Galerie, war auch im 18. Jahrhundert der erste Raum, den die Besucher betraten. Obwohl der Umbau der neuen Kammern rund 25 Jahre nach dem Bau des Schlosses Sanssouci erfolgte, hatte sich der Stil kaum verändert. Wenn man sich etwa die vergoldeten Ornamente an der Decke anschaut, kann man sehen, wie die von der Natur entlehnten Formen die Dekoration inspiriert haben. Blumen und Blätter ranken sich um muschelartige Gebilde. Diese C-förmigen Ornamente sind besonders auffällig und typisch für den Lieblingsstil Friedrichs II., das Rokoko. Dem haben sie auch den Namen gegeben, denn Rokoko kommt von dem französischen Wort Rocaille, was Muschelwerk bedeutet. Friedrich II. Hat mit seiner regen Bautätigkeit diesen Stil maßgeblich beeinflusst. Jeder Saal hatte im 18. Jahrhundert einen eigenen Farbklang. Hier dominiert der blaue Stuckmarmor, ein blau glänzendes Mineral. Wir betreten nun den ovalen Saal, der auch Buffetsaal genannt wird. Hier fanden vermutlich kleinere Tischgesellschaften statt. Wahrscheinlich diente der Anrichteschrank zum Abstellen der herbeigebrachten Speisen und Getränke vor dem endgültigen Auftragen bei großen Tafeln im Hauptfestsaal, denn die neuen Kammern besaßen keine eigene Küche und wurden vom Schloss Sanssouci aus versorgt. Der Stuckmarmor des ovalen Saales hatte gelbliche Füllungen, die im Laufe der Jahre ihre Farbe verloren haben. Die Raumgestaltung folgt der Tradition verspiegelter Porzellankabinette und Prunkbuffets des Barock. Über dem vergoldeten Schenktisch erhebt sich eine Spiegelwand mit 19 vergoldeten Konsolen, auf denen zur Zeit Friedrichs II. Porzellangefäße standen.
Um 6 große chinesische Goldfischbecken gruppierten sich 13 frühklassizistische Vasen und Terrinen aus der Berliner Porzellanmanufaktur. Da diese für den Gesamteindruck wichtigen 19 Gefäße seit 1945 verschollen sind, erging ein Auftrag für die Neuschöpfungen an die Keramikerin Heidi Mantey. Der westliche Flügel der neuen Kammern enthält 7 Gästeräume, ein einzelnes Wohn-, Schlafzimmer und 3 Appartements, die jeweils aus einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer bestehen und so mehr Komfort boten als die Einzelzimmer im Schloss Sanssouci. Unabhängig von der Wohnungseinteilung sind die 7 Räume durch eine Enfilade miteinander verbunden. Alle Türen befinden sich in einer Linie, so dass man bis zum Ende sehen kann. Eine solche Raumflucht nennt man Enfilade und sie ist typisch für Schlossbauten des 18. Jahrhunderts. Mit dieser Aussicht auf eine Folge immer prächtigerer Säle und Räume wollte man den Besucher beeindrucken. Denn ab 1830 nutzte der spätere preußische König Friedrich Wilhelm IV. Bei seinen Sommeraufenthalten in Potsdam die neuen Kammern. Während seiner Regierungszeit wurden hier vor allem die Hofdamen der Königin Elisabeth untergebracht. Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, beauftragte der König 1842 den preußischen Architekten Ludwig Persius, zahlreiche Veränderungen vorzunehmen. Ursprünglich hatte es einen Gang gegeben, der das gesamte Gebäude durchlief. Von diesem Gang aus konnten die Gäste die Zimmer betreten und es befanden sich dort auch Dienerkammern. Einige dieser Kammern wurden im Zuge der Umbauten im Bereich der Gästezimmer in Schlafnischen verwandelt. Zackig, streng und siegesgewiss, so präsentierte sich die Reihe der neuen preußischen Könige. Einer von ihnen tanzte allerdings schon optisch aus der Reihe. Friedrich Wilhelm IV., ein Romantiker auf dem Hohenzollernthron. Geboren wurde Friedrich Wilhelm IV. Am 15. Oktober 1795 in Berlin. Seinem Vater Friedrich Wilhelm III., schweigsam, schlicht und aus tiefster Überzeugung Soldat, ähnelte er nicht. Er geriet mehr nach seiner gefühlvollen Mutter, der bis heute hochverehrten Luise von Preußen. Sie sah mit Sorge auf den ältesten Sohn, fand ihn zu impulsiv und unbeherrscht. Sein Erzieher beschwichtigte, das würde sich geben. Er förderte die schön geistigen Neigungen des Prinzen und engagierte einen Zeichenlehrer für ihn. Dann schlugen dramatische Ereignisse wie ein Blitz in das idyllische Leben des Prinzen ein. Am 14. Oktober 1806, kurz vor seinem 11. Geburtstag, endete Preußens Ringen mit Napoleon in der katastrophalen Niederlage bei Jena und Auerstedt. Der königliche Hof musste nach Ostpreußen fliehen und dieses Fluchterlebnis war für Friedrich Wilhelm IV. Sehr wichtig. Ab sofort wurde er nicht mehr als Kind, sondern als künftiger Thronfolger behandelt. Einen weiteren Schlag erlitt der 14-Jährige, als seine Mutter Königin Luise 1810 überraschend mit 34 Jahren starb. An ihrem Sterbebett fasste er den Entschluss, sich von all seinen Fehlern zu bessern, denn dies war ja einer ihrer sehnlichsten Wünsche. Die Religion wurde seine neue Leidenschaft. Ernsthaft strebte der Prinz nach einem gottgefälligen Leben, doch er blieb ein Schwärmer,
ein Romantiker. Das Mittelalter erschien ihm als goldenes Zeitalter, in dem die Gesellschaft nach einer einfachen Ordnung funktionierte. Die realitätsferne Sehnsucht nach einer nicht gefährdeten ständischen Ordnung mit einem König an der Spitze. Erzfeind dieser idealen Welt war Napoleon. Mir war zumute, als zöge ich in einen Kreuzzug, in den Krieg gegen den Unterdrücker der Menschheit. Der 17-jährige Prinz war erschüttert vom grausamen Anblick des von tausenden Leichen übersäten Schlachtfeldes in Großgörschen, wo die Franzosen 1813 über Preußen triumphierten. Ein Jahr später, am Geburtstag der verstorbenen Mutter, schrieb er seiner Schwester Charlotte: Wie ich in vielem sonderbar und anders als andere bin, so wünschte ich, dass an solchen Tagen statt der Sonne nur der Mond und die Sterne schienen. Diejenigen, die mit der Sonne nur zum Morden und Politisieren aufstehen würden, blieben liegen und nur durch schönen Schmerz verwandte Seelen würden diese 12 Stunden lang sich begegnen. Beim Zeichnen vergaß Friedrich Wilhelm die hässlichen Seiten der Zeit und er skizzierte Tag für Tag Schlösser, Kirchen und Parkanlagen. Über 7000 tektonische Entwürfe sind von ihm erhalten. In dem ersten Gästezimmer, dem grünen Lackkabinett, fallen besonders die grau in grau gemalten Porträtmedaillons auf. Sie erinnern an Friedrichs Interesse an der Antike, denn sie zeigen römische Imperatoren. Die Medaillons sind in dem damals gerade aufkommenden Stil des Frühklassizismus gemalt, einem Stil, der sich an antiken Vorbildern orientierte. Allerdings verbinden sich diese eher strengen Elemente hier mit naturalistischen Blumengirlanden. Ein solches Zusammenspiel ist typisch für den Übergang des späten friederizianischen Rokoko zum Klassizismus. Beim nächsten Zimmer handelt es sich um das Schlafzimmer der ersten Gästewohnung. In der Bettnische, dem Alkoven, stand das Bett. Dies ist das kleinste Schlafzimmer der neuen Kammern. Die Potsdamer Stadtansichten, die hier hängen, gehören zu einer Gruppe von Gemälden, die Friedrich II. Für die neuen Kammern in Auftrag gab. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel über die Geschichte von Sanssouci erfahren, habt die wunderschönen Festsäle und Räumlichkeiten gesehen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!